Ein weiterer Part gefüllt mit spannenden Aktionen, Explosionen und den Kontakten mit der Wand, die ich natürlich wieder gut ausnutzen werde und sehr viel mit den Wänden kuscheln, wie ich mich natürlich kenne. Aber schauen wir erstmal, denn wir haben noch einige Rennen vor uns und ich hoffe, wir kriegen die vier Rennen wirklich in einen Part. Aber dazu sollte ich nicht so viel reden und lieber gleich beginnen. Ja. Mal schauen, ob das Mautstellenrennen auch gleich so gut läuft. Wie ich mir das vorstelle, sind ja immerhin die Rennen, die ich am meisten mag. Von daher sollte es eigentlich ganz gut klappen. Und wenn nicht, dann wäre das auch blöd. Aber gut, ob jetzt ein oder zwei Part, macht nicht mehr viel aus. Wir sind schon fast bei den 30 Parts angelangt. Das... Und sind gerade mal bei 50% außerdem. Deswegen mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Und wie lange dieses Projekt noch sein wird, beziehungsweise wie lange es sein werden wird. Jetzt habe ich vergessen, die Abkürzung zu nehmen. Brauche ich aber auch nicht. Und ich darf nicht mal die Abkürzung nehmen. Das heißt, wir kuscheln wieder mit der Wand hier, weil ich zu schnell bin. Versuchen nicht mit dem Auto zu kuscheln, sondern fahren lieber dran vorbei. So, nehmen auch das ein bisschen enger. Okay, und jetzt die zweite Kurve am besten ohne zu viel Speed. Oh yeah, hat super funktioniert. So. Und dann fahren wir hier mal weiter an unserem ersten Versteck. Rum, so. Und werden nun durch die Stadt brettern. Mit fast 300 km/h. Was natürlich sehr los klingt, wenn 50 erlaubt sind. Aber gut, ich glaube, niemand könnte ein Auto mit den Geschwindigkeiten wirklich gut unter Kontrolle halten. Mit fast 300 km/h. Das scheint mir doch ein bisschen zu viel. Aber gut, wir haben sehr viel Zeit übrig. So, wir nutzen jetzt mal den Speedbreaker, um die Kurve zu kommen. Haben noch knapp, boah, 25 Sekunden, 24 Sekunden übrig oder extra, die wir brauchen können bis zur nächsten Mautstelle. Und die ist auch gar nicht so weit weg. Das heißt, ein bisschen Gas und wir kriegen die auch noch. Ich benutze mal Nitro, einfach um ein bisschen schneller zu sein. Und jetzt haben wir wieder genug Zeit, das heißt, die nächste Mautstelle ist ein Stück weiter weg. Da werden wir uns mal hinbegeben. Ja, mir fällt schon gar nicht mehr ein, was man so alles reden kann während des Autofahrens. Ja, vielleicht über nächste Projekte, aber das wäre eigentlich noch zu weit in die Zukunft gegriffen. Das hat ja noch alles seine Zeit. Deswegen werden wir erstmal das Rennen. Und wir freuen uns unseres Sieges, wo wir nichts auf dem Bild sehen. Aber wir kriegen eine Nachricht von Rock. Das geht also. Pass auf. Trau keinem, bis das vorbei ist. Ich melde mich wieder. Danke, Rock, für diese Nachricht. Wird auch natürlich gleich gelöscht und wir haben zum Glück keine neuen Nachrichten sonst. Ja. Gehen natürlich schnell zurück, um die nächsten Rennen zu machen. Denn wir wissen, ich will ja alle Rennen in diesen Part hier stopfen. Haben jetzt noch zwei Rennen, die mir nicht gefallen. Und ein Sprint. Dann mache ich zuerst mal die Radarfalle. Dann ist immer noch für mich das Schlimmste schon geschafft danach. Mal schauen, ob es auch wirklich so gut läuft, dass wir es gleich beim ersten Mal haben. Das könnte interessant werden. Okay, wir haben keinen perfekten Start hinbekommen. Aber gut. Oh, oh, oh. Der Müller hat mich abgedrängt. Das klingt komisch, aber... Oh. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass der Müller einmal mir die Sicht... Also der Müll so die Sicht... Verdammt, das war dämlich. Das war sehr dämlich von mir. Ich hätte
Naja, gut. Egal. Das war mal den ersten Mal, der uns wahrscheinlich am meisten gegeben hätte. Denn die anderen scheinen jetzt nicht mehr so gut zu liegen, zumindest weil ich das sehen kann. Aber gut. Jetzt versuchen wir erstmal hier durchzukommen ohne großen Schaden zu nehmen. So. Ja, bei den Rennen nehme ich auch mal nach sowas irgendwelche Schäden hin. Das ist so. Boah. So, das war jetzt eine blöde. Oh ja. Schmerzen für das Auto. Das Auto ist mein Körper. Spüre ich natürlich auch, wenn mein Auto kaputt geht. Und hör auf mich auszubremsen. Mensch. So. Am besten den. Ja. So, ein bisschen was rausholen. Ich habe natürlich jetzt gerade keine Ahnung, muss mir erstmal den wunderschönen Sprung anschauen. Und habe scheinbar keinen ausgehört. Na gut. Ich dachte, vielleicht kann ich jemanden ausknocken, wenn ich da durchfahre einfach. Wir sind der Erste, das heißt, wir haben es geschafft. Wenn jetzt nicht noch ein Ultra-Unterfall passieren wird, der nicht passiert, haben wir es locker geschafft. Sehr schön. Das mag mir gefallen so. Und wir geben uns gleich die letzten beiden Rennen zu machen. Und ich beginne einfach mal mit dem K.O.-Rennen. Mal schauen, wie das jetzt so läuft. Ich hoffe gut. Okay. Der anscheinend auch bereit, den Sieg mit allen Mitteln zu erreichen. Aber wir schaffen das schon. Wir sind gut. Unser Auto zieht nach links von alleine, wenn es startet. Auch interessant zu wissen. Boah, viel zu früh. Ja. Okay. Viel zu früh den Speedbrake aktiviert. Na gut. Egal. Hat doch gut funktioniert. Was merke ich ja eigentlich? Mensch. Läuft doch eigentlich alles ganz gut hier. Und wir können uns wieder eine super Sicht anschauen, wie wir durch die Gegend fliegen. Sollten uns jetzt für eine Seite entscheiden. Wow. Ja, das war dämlicher, ging es gar nicht mehr gerade. So. Ich hätte auf meiner Seite bleiben sollen, deswegen meinte ich mich entscheiden. Aber das ging dann wohl doch in die Hose. Aber hat doch immer noch gut funktioniert. Wir sind immer noch Erster immerhin. Und bis jetzt scheint es nicht so schwer zu sein, die Strecke. Aber ich sollte lieber ruhig sein, sonst kommt noch irgendwas. Nein! Okay, da muss ich schauen, wie ich mich wieder gerade hinkriege. So. Sind hier doch ein, zwei nicht so leichte Kurven dabei. Vor allem die Kurve gleich hier am Anfang. Wo kommst denn du jetzt schon her? Geh weg. Mein Platz. Boah, schon wieder fast zu früh. Ah! So. Aha. Hat super funktioniert. So. Und diesmal machen wir das gleiche richtig. Ui, hüpfen wir erstmal nochmal. Weil das einfach super aussieht. Uns natürlich nicht wirklich viel bringt, aber sieht halt gut aus. Was? Mensch, ich dachte, das reicht. Wir nehmen halt mal die Lampe damit, dass wir das nächste Mal besser rumkommen. Und da hängt uns einer echt ein bisschen am Rockzipfel. Scheinbar meint er, er könnte uns überholen. Das wollen wir ihm doch mal das Gegenteil beweisen. Und machen das mal scheiße. Ja. Super. Ja, komm, Auto. Mann. Das finde ich ein bisschen doof, dass wenn man den Speedbreaker wählt, das dann auch das wirklich hart rumsteuert. Also wenn man
bisschen zu lange gedrückt, dann driftet er so stark. Einfach mal, das ist hart. Ja, und diesmal hat es nicht ausgereicht. Dachte ich mir, ich benutze mal weniger. Und war dann doch nicht ausgereicht. Deswegen arbeite ich auch nicht so viel mit dem normalerweise. Weil ich immer das nicht richtig einschätzen kann, wie weit das denn jetzt wirklich hilfreich ist. Ja. Weil ich manchmal doch ein bisschen zu viel drücke dann. So wie jetzt wieder. Und dann grindet man hier wirklich viel zu viel, was einem eigentlich mehr den Speed kostet, denn jetzt kommt er schon und fährt auch einfach an mir vorbei. Aber das rollen wir wieder auf. Jetzt müssen wir es auch, besser gesagt, sollten es langsam reißen, hier. So, oh, das war dämlich. Aber wir haben genug Vorsprung, weil der auch ein bisschen nachhängt. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Damit haben wir 3 Rennen abgeschlossen. Fehlt uns nur noch 1. Sehr schön. Und das machen wir auch gleich. Dann haben wir wenigstens die Rennen schon mal abgeschlossen und können uns den letzten Meilenstein widmen. Vor allem den letzten mit den sehr wundervollen Stachelbändern. Aber das sollte auch kein Problem werden. Zumindest kein großes. Aber das ist noch Zukunftsmusik für mich. Das letzte Mal dieses Rennen gewinnen. Und dann kann man darüber nachdenken, wie es weitergeht. Immer alles Schritt für Schritt machen. Warum ich nicht die Abkürzung nehme, frage ich mich auch gerade. So, ob das jetzt wirklich hilfreich war oder eher unhilfreich, kann ich gar nicht beantworten. Aber ich musste um den LKW rum und dachte mir, naja, gut. Das hilft schon. Und das war jetzt eher unhilfreich. Jo, nimm jede Lampe mit. So. Ach je. Jetzt meint die Polizei uns, glaube ich, gleich. Nee, doch nicht. Mal schauen, ob es schaffen, ohne die Aufmerksamkeit der Polizei auf uns zu lenken. Sollte möglich sein. Na gut. Auf jeden Fall schon mal nicht. Jetzt kommt der andere gleich an. Ich höre ihn schon. Wie er versucht, an uns vorbeizukommen. Jetzt muss ich gut die Karte schauen. Ah, okay, es wäre klug gewesen, auf die andere Seite zu gehen. Ja, sogar sehr. Aber egal. Dies holen wir schon wieder auf. Oder sind wir raus. Ein bisschen mehr Vorsprung kriegen wir dann schon wieder hin. Vor allem bei diesen geraden Strecken ist unser Auto einfach schneller. Denn es müsste, glaube ich, eines der schnellsten Autos sein, die zurzeit möglich sind. Von der Höchstleistung her. Okay, das war jetzt eher nicht so, ja, nicht so gut. Das war noch beschissener. Jai! Ich mache mir selbst mal wieder das Leben schwerer, als es doch sein müsste, beziehungsweise das Rennen. Deswegen, ja, nervt mich noch ein bisschen. Aber der nimmt zum Glück ein paar Bäume mit. So. Jetzt holen wir mal raus, was hier rauszuholen ist. So. So. Oh Gott, das geht schief. Das geht komplett schief. Da werde ich die Wand küssen. Das war mir klar, aber ich habe den anderen scheinbar auch mit rausgenommen.
muss ich nur schnell genug wieder loskommen, dass die mich nicht hier überholen. Den kann ich gerade noch abfangen. Und jetzt dürfen wir uns diese wundervolle Sicht anschauen. Ja, ihr seid tolle Polizisten. Geh mir aus dem Weg, denn ich muss gewinnen. Komm schon. Sehr schön. Gut. Rennen haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch die Polizei loswerden, wollte ich gerade sagen. Aber scheinbar verfolgen die uns nicht. Ja, gut. Gut, dann begeben wir uns mal zur Flucht. Ich habe einen Plan, der ganz gut funktionieren wird. So, jetzt einfach können wir auch in unser Unterschlupf gehen und haben es sofort geschafft. Das ist auch manchmal sehr hilfreich. Und ja, wir haben alle Rennen geschafft, die uns unsere Dame aufgestellt hat. Und uns fehlen nur noch ein Meilenstein, soweit ich weiß. Genau, ein Meilenstein und etwas Kopfgeld. Doch, wir haben noch genug zu schaffen. Aber das erst im nächsten Part von Need for Speed Most Wanted. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Es hat Spaß gemacht bis hierhin. Ich hoffe, es macht euch auch noch Spaß, mir zuzusehen. Man sieht sich das nächste Mal.